Okay, ich habe extra keinen lauten Schrei gemacht, damit du nicht dich erschreckst. Ja, vielleicht kennst du den Titel von den Ärzten, der Schrei nach Liebe, der eben beschreibt, dass ja, Verhaltensweisen, die nicht so toll sind, doch im Endeffekt den Kern haben, den Schrei nach Liebe, dass man sich nach Liebe sehnt. Es gibt, sag ich mal, natürlich in unterschiedlichen Schattierungen, aber grob gesagt gibt es zwei Arten von Menschen. Also wenn jetzt jemand hier in die Welt hineingeboren wird, dann hat er zwei Möglichkeiten, grob gesagt. Das eine ist, dass jemand sich angepasst verhält und das andere ist so rebellisch. Und ja, wo kommt das denn her? Das kommt durch eben hier die Einschränkung auf der Erde. Und wir haben auch die Einschränkung der Liebe hier auf der Erde. Ja, denn wir kommen aus einer Dimension, die eine ganz andere, viel, viel größere Liebe, intensivere Liebe kennt, als sie hier auf der Erde normalerweise herrscht. Und dann gibt es eben diese zwei Reaktionsmuster, nämlich dieses Angepasstsein, und das ist ein quasi so eine Mischung aus Todstellen und Flucht. Und ja, man kann ja nicht flüchten als kleines Kind. Also ist es mehr so eine Art Todstellen, seine eigenen Sachen zurücknehmen und hoffen, wenn ich alles so mache, was ich so verstehe, was da die Erwachsenen von mir wollen, dann werde ich geliebt. Na, zumindest ein bisschen. Und dann ist dieser andere Typ, der sagt, hallo, was ist hier los? Ich will geliebt werden. Ey, wo ist diese Schitte hier? Was geht hier ab? Ne? Also sicherlich nicht so bewusst gedacht, aber es kommt eben dieses Reaktionsmuster auf des Kampfes, ja? Und des Rebellischen. Und da gehe ich an. Und egal, wie schwach ich bin, ich werde kämpfen. Bis zum allerletzten. Ne? Dann lieber hier sterben. Und dann aber zurück in dieser wundervollen Liebe sein. Ja, und dazwischen pendelt sich das natürlich bei dem einen, bei der anderen ein. Und ja, wenn wir Glück haben, erfahren wir dann eben die sogenannte bedingte Liebe. Das heißt, wenn wir die und die Bedingungen erfüllen, dann werden wir von anderen Menschen geliebt. Wir dürfen nicht so sein, wie wir sind. Und man kann sich ja vorstellen, da sind ja schon zwei Personen zusammengekommen, um diese neue Person zu erschaffen, diesen neuen Menschen. Zwei Menschen mit ihrer Persönlichkeit sind zusammengekommen, um einen neuen Menschen zu erschaffen. Und der hat jetzt Anteile von beiden in sich. Der hat schon mal eben das hin und her, her und hin. Und da gibt es schon Reibereien intern. Und jetzt damit klarkommen, das ist eben auch noch ein zusätzliches Stückchen, was da drin ist. Und so, ja, versucht eben der Mensch, das Kind, sich anzupassen, möglichst geduckt halten, und der andere, der sagt, nee, hey, was geht hier ab? Das nicht mit mir. Ne? Und geht da rebellisch gegen vor. Und doch ist es im Endeffekt eben, ja, der Hilfeschrei nach Liebe. Bei dem einen praktisch unhörbar, aber zu sehen dadurch, dass
anpasse an alle unmöglichsten Situationen, auch noch als Erwachsener. Bleibt dieses Muster beibehalten, wenn ich es nicht aktiv bearbeite? Und das andere bleibt natürlich auch erhalten. Und ja, wenn ich also nichts daran verändere, dann lebe ich dieses Muster und lebe dieses Leben. Im Endeffekt ist das auch okay, weil alles hier ist einfach nur dazu da, um zu lernen. Und manche brauchen ein Leben, um gewisse Dinge zu lernen, und manche brauchen eben 1000 Leben und steigern sich vielleicht noch in die eine Seite hinein, um dann irgendwann in den Entschluss zu fassen, genau die andere Seite auszuprobieren. Und dann irgendwann kommt man dahin, aha, ich habe es ja jetzt selber in der Hand und ich kann selber etwas tun. Ich kann mich erst einmal selber lieben. Und ja, ich fange da an, mich da zu lieben, wo ich gerade bin. Nicht irgendwie in irgendeinem Idealbild, was da noch in meinem Kopf herumwabert, was auch irgendwelche Bedingungen enthält, sondern einfach so, wie ich gerade bin. Entweder in diesem angepassten Zustand oder in diesem rebellischen Zustand. Wenn also da niemand mehr ist, der dich liebt, dann ist es höchste Zeit, dass du dich liebst, dass du dich so annimmst, einfach so, wie es gerade ist. Ja. Und das ist erst einmal die Bedeutung der bedingungslosen Liebe, der Form, die wir hier in unseren Begrenzungen, Bedingungen haben, dass wir diese Begrenzung anerkennen und uns trotzdem lieben. Und dann mit dieser trotzdem lieben, auch eben diese Kraft zu haben, die ein oder anderen Sachen anzuschauen und zu gucken, wo kommt denn das her? Ah, ja, gut, dann kann ich es loslassen. Denn es ist meist nicht meins. Die Grundausrichtung, ja, die ist da, weil einfach, ja, wir hier eben in diese begrenzte Dimension gekommen sind, aus einer anderen Dimension, die diese Begrenzung nicht kennt oder nicht, jedenfalls nicht diese kleinen, engen Begrenzungen und wo eben auch eine viel, viel größere Liebe, intensivere Liebe von uns erfahren wurde. Und das, ja, halt nach. Und dann ist es eben jetzt an der Zeit, selber zu schauen, dass du diese intensive Liebe zumindest ein Stückchen mehr mit hier hineinholst. Also das könnte eine Aufgabe sein. Du musst das nicht tun. Wie gesagt, du kannst dein Leben leben, wie du möchtest. Das ist vollkommen in Ordnung. Menschen, die die ganze Zeit eben duckmäuserisch angepasst sind, die werden ja ihre Erfahrungen damit machen. Und die anderen, die ständig gegen irgendwas revoltieren und sagen, ah, das geht nicht, und sich nicht so angepasst verhalten, die werden auch ihre Erfahrung machen. Und du kannst eben jeden Moment neu entscheiden. Du kannst neu entscheiden, wie möchte ich darauf reagieren? Möchte ich das, das oder einen dritten Weg des Akzeptierens, was da gerade ist, was auftaucht, und das einfach lieben, was da auftaucht.
Ja, ich freue mich über Rückmeldung von dir. Würde dich auch gerne unterstützen, wenn du möchtest. Wenn du also irgendetwas verändern möchtest, dann ja, bin ich für dich da. Komm auch gerne zu meinen kostenlosen Angeboten, die ich habe. Sei es zum Beispiel eine Umarmungsaktion, sei es ein ja, fröhliches Sein auf der Straße, freundlich grüßen, sei es in einem kleinen Kreis von Menschen, die auch daran interessiert sind, etwas zu tun für sich. Sei es jetzt einfach, weil sie durch ihre Erfahrung gewisse Krankheiten entwickelt haben und die gerne wieder loswerden möchten. Oder sei es, dass sie eben generell mehr an sich arbeiten möchten. Und wenn du das im Einzelcoaching möchtest, wenn du therapeutisch etwas möchtest, bitte schreib mich über meine Homepage miracura.de an und wir kommen gerne für ein Erstgespräch über Video zusammen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir, ja, trotzdem so oder so, dass du dich lieben kannst. Bis dann.